So, und damit Hallöchen, herzlich willkommen und hereinspaziert bei Assassin's Creed Origins. Liefere Cleopatra ab. Die ist nämlich da in dem Ding drin eingewickelt. In dem Teppich da, verstehst? Eieiei, Sachen machen die da. So, wir sind jetzt mal gespannt. Ich warte mal ab, bis der da hinkommt. Dass wir jetzt nicht Bayek spielen, ist doch ein bisschen komisch. Aber okay. Ich bin gespannt. Das ist mal ein bisschen Abwechslung hier. Oh, ich glaube, es Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philakitei. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Und hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Jetzt bin ich gespannt, da sind doch einige von denen hier da, ne? Gäste, Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13., Gesandte aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philakitei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Trete zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Die haben mich erkannt, oder was? Es sind noch einige Leute hier, ne? Gäste, Legionär. Rühren. Wir müssen aber jetzt nicht gegen die alle kämpfen dann, oder? Wir bleiben im Palast, bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später musste Pompeius sterben. Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle! Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Na, da bin ich aber jetzt auch gespannt, ne? Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist! Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen.
Morgen wird unsere Königin Schmeichelei einen Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Sehr schön, ich freue mich. Doch was passiert jetzt? Aya, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Das wird ein Gau. Ich so erreiche den Eingang zum Grab. Das ist ja glaube ich irgendwo. Das ist da unten, oder was? Ach, hier spielt die Musik. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Wir haben alles versucht. Das bezweifle ich. So, wir gucken mal. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Ja, aber hat wohl nicht alles gereicht, ne? Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Aber hier haben wir doch was Hübsches. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum! Das kann es nicht, ne? So wie herum. Verarschen. Geht's hier nach oben oder so? Nee, ne? Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum. Wie herum? Jetzt gleich. Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Siva. Ah, damals waren wir auch kleiner. Die Römer sind auch so dumm, oder? Dass die das nicht sehen. So, erkunde den Tunnel natürlich. So, wir gucken mal, ob wir hier was haben. Hier haben wir nichts. Dann gehen wir mal hier gerade durch. Wohin jetzt, meine Liebe? Gute Frage. So.
So, hier geht's auf jeden Fall nicht entlang. Deswegen auch noch mal. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Nach dir, Aya. Geht's weiter, oder? So, sind wir hier schon richtig, ne? Oder? Luden erstmal. Da kommt doch Freude auf. Das war ein großes Krokodil. Das ist ein Krokodil. Möge seine Seele im Frieden ruhen. Was für ein Krokodil? Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich habe dir den Rücken freigehalten. Meinem Rücken geht's gut. Von hier kamen wir doch her, oder nicht? Nein, Alter. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand. Ihr könnt euch doch noch erinnern, ne? Das war, glaube ich, die Erkundungstour, wo wir hier waren. So, wir lassen die anderen Jungs mal rein hier. Ja, immer wieder Ruhe. Ich loote erst mal, ne? Vor so einer Cloud. Ich loot hier erstmal alles. Jetzt pass auf. Ja, leg mir am Arsch jetzt. So. Er gründete Alexandria und gab uns die große Bibliothek, wo Aristoteles sein Mentor war. Er tauschte Bildung gegen Blutvergießen. Fast so wie wir. So, zünd mal an hier. Brauch's nicht. Okay, wir schauen, ob wir eventuell hier auch noch irgendwie irgendwo was interagieren können. Aber es sieht so auf den ersten Blick hier nicht aus. Hier haben wir noch was. Hier krönt der Ptolemäus Lagos zu seinem Nachfolger. So begann die Herrschaft der Ptolemäer. Und unsere endete. Wegen ihm verschwanden die Magi. Du kannst nicht einem die Schuld an allem geben. Alle Männer sind schuld. Und alle Frauen. Ich wollte es gerade sagen, ne? Er wurde als Erlöser begrüßt, als er in Memphis ankam. Er war ein Eroberer. So, hier waren wir ja, ne? Was schon, dann zünden wir mal hier die alle an, hier. Na, will er jetzt oder will er nicht? Er will.
Ja, ist ja gut, Freunde. Schön die Hosen stillhalten. Schön die Hosen stillhalten, Freunde. So sind wir ja gleich soweit. Ne, hier haben wir noch einen. Soll ja alles hübsch ausschauen, ne? Den können wir nicht looten, aber hier können wir noch mal Feuer anzünden. Und last but not least, hier der letzte. Sehr schön. Dann mal hereinspaziert, Freunde. Immortalis. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Caesar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Caesar. Unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Ein Träumler. Ha, ein Träumler. So, was machen wir jetzt? Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Sehr schön, dann hätte ich doch gesagt, legen wir mal gleich los hier. Ja, doch ein bisschen was, doch ein bisschen unterwegs. Was hat die für ein Gaul eigentlich? Okay, sowas. Eine Baie rennt hier rum. So, wir rennen mal hier weiter. Oder reiten mal hier weiter. Verflucht, ich habe den falschen Weg gewählt, ne? Ah, ich glaube, ich habe einen falschen. Ach, oh Gott. So, müssen wir hier nochmal. Können Pferde Treppen steigen? Ich glaube schon, oder? Oh. Hoi, hoi, hoi. Hey! Das war's! Stirb! Ist der Mist jetzt hier? Nachsehen. Draußen ist gar nichts.
Vorsicht! Ach. Septimius hat Pläne für diesen Scheißkerl. Ihr werdet nichts bekommen! Kann mich jemand einfach töten? Nein. Bringt es endlich zu Ende! Du gehst mit uns jetzt mit, Freund. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? War ja klar, dass wir da jetzt nichts rauskriegen, ne? Ich reiß dir die Eingeweide raus! Na! Hab dich! Eieiei! Reiß dir die Eingeweide raus! Okay. Stirb, du Wurm! Kein schwerer Schuss! Ich hab das Ziel in Sicht! Schnauze! Verdammt! Wir müssen aufholen! Kumpel, kann ich dich tragen? Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Ich brauche jetzt ein Pferd. Ich hab das Ziel in Sicht. Kein schwerer Schuss. Ich hab das Ziel in Sicht. Kein schwerer Schuss. Ich hab das Ziel in Sicht! Wir müssen hin! Zu mir, Brüder! Kein schwerer Deine Schuss! Deine Zeit ist um! Aber meine Zeit läuft jetzt hier gleich los hier. Deine Zeit ist um! Kann ich nicht hier rüberlaufen? Deine Zeit ist um! Da bist du ja! Bissler, ja? Was? Nix was. Hey, was? Hey! Das trifft sich nämlich hervorragend. Na.
Das trifft sich nämlich hervorragend, dann nehme ich gleich den Gaul mit. So, sehr schön. Dann kehren wir zum Palast zurück, erst einmal. Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Gute Frage. So, ich hoffe natürlich, dass uns keiner folgt. Diese Römer ignorieren unsere eigene Gefahr. Wir werden randalieren, bis sie... Meine Mitbürger! Wir müssen zu den Waffen greifen! Wir müssen gar nichts. Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Die Götter sind auf unserer Seite. Quatsch. So, mein Lieber. Ihr habt loyale Männer, Cäsar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Legt dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lasst die Schlacht toben. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Ich rieche Krieg! Wir setzen unsere Königin auf den Thron! Du bist die Einzige, die einen Thron verdient! Gib mir das Pulver! Cäsar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu! Beweis ihm das Gegenteil, Liebste! Vorsichtig. So. Hier sind viele Wachen. Erreiche die Spitze des Pharaos. Na dann, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frische. Macht's gut, Servus, bye bye. Und bis morgen, euer Franconia. Ciao.